In diesem Video möchte ich Ihnen eine ganz spezielle App vorstellen, und zwar die App Baby Monitor für IP Camera. Diese App bietet zusätzliche Sonderfunktionen, die die Audiofunktion der Upcam noch besser als Babyphone einsetzbar macht. Diese App ist speziell für iOS-Geräte entwickelt worden und läuft auf dem iPhone und iPad ab iOS 8. Zunächst stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Upcam im Netzwerk eingebunden ist. Wenn Sie einen Router haben, der die WPS-Funktion unterstützt, dann drücken Sie einfach den WPS-Knopf auf Ihrem Router und anschließend den WPS-Knopf auf Ihrer Upcam. Halten Sie diesen bitte für ca. 5 Sekunden gedrückt und die Geräte werden sich dann ganz automatisch miteinander verbinden. Wenn Sie einen Router haben, der diese WPS-Funktion nicht unterstützt, dann nehmen Sie einfach das beigefügte LAN-Kabel, verbinden Ihre Upcam mit Ihrem Router. Nachträglich können Sie das WLAN noch über die Web-Oberfläche aktivieren. Die App können Sie sich einfach in Ihrem App Store downloaden. Der Download ist kostenlos, man muss aber dazu sagen, dass die Audiofunktion 4,99 € kostet. Dafür funktioniert die App dann aber auch richtig gut. Um die Kamera jetzt hinzuzufügen, gehen wir auf Add New Camera und können hier oben unserer Kamera einen Namen geben. In unserem Fall nenne ich die Upcam. Dann wählen wir hier unter Select den Verbindungstyp P2P aus. Dann wird hier Generic übernommen, das bleibt auch so. Bei UID tragen wir den UID-Code der Kamera ein. Der steht immer hier unten auf der Kamera und den müssen wir jetzt kurz manuell übernehmen. Und dann geben wir hier unten unser Passwort ein. Benutzername und Passwort sind ab Werk Admin und Admin. Hier unten in dem Feld können Sie jetzt testen, ob die Verbindung erfolgreich war. Wenn ich jetzt hier auf dieses Feld gehe, dann wird es gleich eine Rückkopplung geben, weil die Kamera direkt daneben steht. Deswegen unterbreche ich das jetzt kurz hier und zeige Ihnen nochmal die Einstellungsmöglichkeiten hier oben. Und zwar können wir hier die Rauschunterdrückung hoch oder niedrig einstellen. Wir empfehlen den Wert 20. Bei der Rauschunterdrückung ist es so, wenn jetzt ganz hoch eingestellt wäre, dann müsste der Ton schon ziemlich laut sein, um überhaupt übertragen zu werden. Deswegen stellen wir ihn hier am besten auf 20. Hier unten finden wir dann die Empfindlichkeit für den Alarm. Am besten stellen Sie den auf 80. Sie können ihn aber auch runterstellen und so wird auch schon bei leiseren Geräuschen ein Alarm ausgelöst. Jetzt gehen wir hier oben auf Save und probieren das mal aus. Um jetzt in die Live-Ansicht zu gehen, gehen wir hier unten auf den ersten Punkt. Wir hatten jetzt leider kein Baby da, deswegen wird unsere Winkelkatze dies jetzt mal demonstrieren. Bei der ersten Benutzung dieser App haben Sie die Audiofunktion noch nicht dabei, wie bereits schon am Anfang erwähnt. Sie gehen also hier auf Punkt 4 und können sich da die Audiofunktion für 4,99 € runterladen. Das haben wir in diesem Fall schon getan und ich gehe wieder zurück auf die Live-Ansicht. Um den Alarm jetzt mal zu testen, gehen wir zuerst auf das Einstellungsmenü und unter Application können wir uns dann einen Alarmsound auswählen. Dafür gehen wir auf Select. Standardmäßig ist hier die Türklingel angegeben. Wir können das aber auch ändern auf einen Ringtone. Und können das einfach hier übernehmen und gehen wieder zurück. Bei besonders leisen Geräuschen wird der Ton gar nicht übertragen. Das hatten wir am Anfang mit diesem Pegel für die Rauschunterdrückung eingestellt. Das hat natürlich zum Vorteil, dass wir nachts kein Rauschen über das Gerät bekommen. Und wenn die Geräusche dann ein wenig lauter werden, dann wird der Ton ganz normal übertragen. Und wenn das Baby dann wirklich anfangen würde zu schreien oder die Geräusche wirklich laut werden, dann bekommen wir nochmal zusätzlich diesen Alarm, dass wir auf jeden Fall davon geweckt werden. So, dann testen wir jetzt hier die Audio- und Alarmfunktion.
Dafür aktivieren wir hier den Lautsprecher und kann hier irgendjemand mal ein Baby nachmachen oder so? Ja, eigentlich nicht. Ja, dann mach irgendwas anderes. Ah, so geht's natürlich auch und wie Sie hören, werden wir direkt benachrichtigt. Zu guter Letzt zeige ich Ihnen jetzt noch die Sleep-Funktion, die finden Sie hier unten. Und da ist es so, dass Sie mit der Sleep-Funktion das iPad oder Ihr iPhone einfach anlassen können. Der Bildschirm wird sich abdunkeln und auch hier wird dann der Alarm übertragen, wenn das Baby anfängt zu schreien. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal Upcam IP-Kamera. Um über die neuesten Videos informiert zu werden, klicken Sie auf Abonnieren. Um jetzt in die Live-Ansicht zu gehen wir unten in der Leiste auf den ersten Punkt. Wir hatten jetzt leider kein Baby da, aber die Winkelkatze, die hilft uns jetzt ein wenig dabei. Und